Burger ist das kalorienreichste Fastfood, Döner ist ein türkisches Nationalgericht und Chicken Nuggets werden aus Abfällen hergestellt. Wir haben das schnelle Essen unter die Lupe genommen. Hier kommen unsere Fastfood-Mythen. Los geht's mit Fastfood macht süchtig. Ich esse jeden Tag Fastfood. Wirklich. Und kann nicht anders. Und du bist süchtig? Ja. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Inhaltsstoffe drin sind, die süchtig machen. Mich persönlich macht es nicht süchtig. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwelche Inhaltsstoffe gibt, die andere Leute so toll finden, dass es sie süchtig macht. Dieser Mythos stimmt. Wer regelmäßig Fastfood isst, läuft Gefahr, ein ähnliches Abhängigkeitsgefühl zu haben wie von Alkohol, Zigaretten und anderen Drogen. Nach dem Verzehr von Fastfood löst das Gehirn ein vorübergehendes Wohlgefühl aus. Da die leicht verdaulichen Kohlenhydrate und der Zucker sofort ins Blut gehen, hält dieses nur kurz an. Je öfter man Fastfood isst, desto mehr verlangt das Gehirn nach demselben Glücksgefühl. Man sollte es deshalb nur in Maßen genießen. Mythos Nummer 2. Chicken Nuggets werden aus Abfällen hergestellt. Aus kleinen Küken. Das Huhn wird einfach nur entfedert und dann wird wahrscheinlich nur der Kopf und die Füße abgemacht und das ist dann wahrscheinlich so ziemlich alles. Aus zusammengepresstem Hühnerfleisch, aus verschiedenen Fleischteilen, glaube ich. Und halt aus einer sehr schlecht gemachten Panade, aber trotzdem sind sie lecker. Ich habe gehört, dass da Knochen drin sind, eklige Sachen halt. Ich esse es nicht mehr. Abfall vom Hühnchen. Dieser Mythos ist falsch. Chicken Nuggets können jedoch aus Formfleisch bestehen. Dieses wird aus kleineren Fleischstücken und Resten zusammengesetzt. Darin kann dann auch Haut vom Huhn enthalten sein. Dass sich Teile von Schnäbeln und Krallen in Chicken Nuggets verbergen, ist allerdings ein Ammenmärchen. Wird damit geworben, dass die Hähnchenteile aus Brustfilet bestehen, muss auch ausschließlich das zarte Fleisch für die Herstellung verwendet werden. Döner ist ein türkisches Nationalgericht. Boah, peinlich, peinlich. Das türkische Nationalgericht. Raki. Es ist auf jeden Fall nicht der Döner. Was könnte es sonst sein? Boah, ich würde sagen vielleicht Börek oder Köfte oder sowas. Keine Ahnung, also ich war noch nie in der Türkei und ich weiß auch eben nur, dass hier sind ja überall Dönerläden, aber ich glaube nicht, dass das Nationalgericht ist von denen. Dieser Mythos stimmt nicht. Und zwar liegt nahe, dass der Döner das Nationalgericht der Türken ist, denn immerhin befinden sich die meisten Dönerläden in Deutschland in türkischer Hand. Wie es aber zu dem Mythos kam? Ein türkischer Gastarbeiter hat 1972 in Deutschland, genauer gesagt in Berlin, den Döner erfunden. Deshalb ist er auch nur hierzulande Fastfood Nummer 1. Das türkische Nationalgericht ist Kuru Fasulye, weiße Bohnen in Tomatenmark serviert mit Reis. In der Türkei ist der Döner nicht annähernd so beliebt wie hierzulande. Fastfood macht Pickel. Auf jeden Fall. Wenn ich mir so eine Fressorgie geschoben habe, wache ich am nächsten Tag auf und sehe einfach widerlich aus. Nein, weil ich sehe relativ gut aus dafür. Ich glaube schon daran, dass man von Fastfood Pickel und Unreinheiten in der Haut bekommt, wegen den Fetten und dem ganzen Zucker, was da drinnen ist. Durch ungesundes Essen, ungesunde Lebensweise, das verunreint die Haut. Ja, das glaube ich schon. Dieser Mythos stimmt. Laut einer türkischen Studie besteht tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Ernährungsweise und der Häufigkeit der Akne. Und zwar sind Hormonschwankungen häufig Auslöser für Pickel. Allerdings können viel Fett und Zucker das Hautbild verschlechtern und Akne auslösen. Die Anfälligkeit für Pickel ist aber individuell abhängig. Eine gesunde Ernährung zahlt sich trotzdem aus. Mythos Nummer 5. Burger sind das kalorienreichste Fastfood. Ich denke, dass das kalorienreichste im Burger ist. Es ist ja alles gefroren, das ist ja nichts Frisches gemacht und das hat eigentlich alles, weil es wird ja frittiert und alles, also denke ich, das enthaltet alles Kalorien. Ich denke auch, dass kalorienreichste Pizza ist, mit den ganzen Käse, Salami, Schinken etc. denke ich, ist Pizza das am meisten. Kommt ja drauf an, wenn man eine gesunde Pizza nimmt, dann eher nicht so. Pommes, Pizza und Currywurst haben viel mehr Kalorien als ein Burger. Pommes und Currywurst sind mit durchschnittlich 1000 Kalorien pro Portion Spitzenreiter auf der Fastfood-Skala. Eine Pizza Salami landet mit durchschnittlich 800 Kalorien pro Portion auf Platz 2. Mit ca. 400 Kalorien nimmt der Burger gerade mal Platz 3 der Kaloriensünden ein. Burger sind eine US-Erfindung. Der Burger kommt, glaube ich, sogar aus Deutschland, soweit ich weiß. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, ich glaube auch Amerika, weil ich war schon mal in Florida und wir waren dort bei McDonald's und
Da gibt es viel größere Portionen als hier und es kostet viel billiger als hier. Und ja, also ich denke auch dort. Spontan hätte ich Amerika gesagt, ja. Dieser Mythos ist falsch. Eine Theorie besagt, dass der Hamburger von dem deutschstämmigen Gastronomen Louis Lassen erfunden wurde. Einem eiligen Gast servierte er ein mit Hackfleischsteak belegtes Sandwich. Der Gast war begeistert und der Hamburger geboren. Die Grundlage für den heutigen Fastfood-Klassiker kommt also aus Deutschland. Wir haben mit 6 Fastfood-Mythen aufgeräumt. Gelernt haben wir, dass man alles in Maßen genießen kann. Lassen Sie es sich einfach schmecken.